Spaß. Heute werde ich mal ausnahmsweise, weil eben wie gesagt die berühmten Gauleiter, Blockwatte und ähnliche Leute mit Äxten hier reinstürmen, bald wir das Haus treiben, fange ich hinten an. Zumindest mal teilweise. Warte mal, hier ist ein roter Knopf und ein grüner Knopf. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was hier wie funktioniert. Rückwärts geht es, glaube ich, nicht vorwärts. Noch geht's. Da muss ich allerdings jetzt ein bisschen machen, damit ich da hinkomme. Wir haben die heilige Zahl, die stärkste Zahl im Zahlensystem. Das ist die 108. Das heißt, wir haben also bloß 108 Bilder. Und das geht ja. Ne? So, ich brauche die Nummer. Nee. Hier hinten, ich habe zu ihr gesagt, du hast aber drei hübsche Kinder. Ich habe nicht gesagt, tut mir leid, ich wollte nett sein. Und die ist vielleicht wütend geworden, hat mich furchtbar beschimpft und bedroht. Ich sehe ein, es war ein großer Fehler und das Bild war dieses. Nee, umgekehrt. Das. So kann man sich irren. Tut mir leid, das war Englisch, an honest mistake. Ich hatte es gut gemeint. Fadi, gibt es im Gold- und Silbermarkt manchmal eine Base, ja sicher, und eine Horse, auch das. Fadi, was ist eigentlich eine Horse? Das ist Champagner, Kaviar, wie ein Wolkenbruch, viele Sportwagen über 500 PS, Langurlaub in Polynesien und Scharen schönster Frauen und schon gut. Und was ist eigentlich eine Base? Abgestandenes Dosenbier vom Sonderangebot eines Discounters, ein altes Fahrrad und Mehlsuppe, zerschlissene Kleider und Toilettenpapier wird gereinigt und wiederverwendet. Und deine Mutti, mein Sohn. Oh, jetzt muss ich also irgendwie rückwärts machen. Ich kann die Nummern jetzt nicht sehen. Die sollten hier eigentlich an der linken Seite stehen, was ein bisschen stört, denn sonst hätte ich bei 98 mal angefangen. Aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Sind wir wieder da, wo wir vorher waren? Rückwärts geht's nicht. Vorwärts geht's auch nicht. Ach, die 98, ich kann die Nummern hier nicht sehen. Bei mir sehe ich die. Ich hätte bei 98 angefangen. Also, so vertrottelt bin ich noch nicht, dass ich wenigstens solche Zahlen nicht begreifen kann. Gut, dann machen wir eben einfach mal so gut, wie es eben geht. Ich fange nochmal an. Von vorne machen wir ein bisschen kurz heute. Gut. Na? Schade, mit die Technik nicht so geht. Okay, das ist der Titel, den kennen Sie ja schon, der spielt auch keine große Rolle. Normalerweise mache ich 12 Stunden, wie Sie wissen. Mein Rekord war letzten Januar in Tirol, das war 15 Stunden. Und die guten Österreicher sind vielleicht sogar hier. Und nach 15 Stunden wollte ich dann nicht mehr so richtig und da herrschte allgemeines Murren. Und draußen war es auch sehr kalt und so. Aber und sagen wir mal so, also 7 Stunden kann ich es schaffen, wenn ich sehr, sehr gut bin. Und erstaunlich ist, also eigentlich geht niemand weg. Ein paar Mal sind einige Mutchen um Mitternacht aufgestanden, weil sie wegen Babysittern heim mussten, haben sich furchtbar entschuldigt, aber gewöhnlicherweise geht's gut. Ich habe in Krefeld noch irgendeine Geschichte jetzt, diesen Monat an irgendeinem Tag, ich habe es jetzt vergessen, wann. Also dort habe ich 3 oder 4 Stunden, das ist besser. Wenn sie also zufällig bei Krefeld hausen, dann kommen sie vielleicht mal dahin. Was haben wir hier noch? Im Wesentlichen das, was ich seit 25 Jahren vorausgesagt habe, ist im Wesentlichen eingetroffen. Ich gehe demnächst vielleicht sogar noch, beschlage ich die höhere Prophetenlaufbahn ein, wenn das so weitergeht. Dankesbestätigung habe ich auch letztlich eine gekriegt. Ein guter Mensch ist gekommen und hat sich sehr bedankt. Und nicht in dem Land. Er hat 2002 tatsächlich auf mich gehört und hatte zufällig 1 Million Euro von seinem Vater gekriegt, der gerade rechtzeitig gestorben war und nach Steuern und hat davon tatsächlich die Hälfte in Gold und die Hälfte in Silber angelegt und aus dieser Million sind jetzt 7 Millionen geworden und dafür hat er sich bedankt und das Ganze steuerfrei. Also mitunter habe ich sogar mal recht, das kommt auch vor. Ich war wirklich überrascht. Vielen Dank. 30-jähriger Krieg, Französische Revolution, Suizidblasen, Liebesgrüße aus Moskau, der James-Bond-Film, das wisst ihr ja. 100 goldene Sovereigns haben sein
James Bonds Leben gerettet. Sie kennen den Film sicher. Als dann das aufgeklappt worden ist, kam diese Gasexplosion raus und er konnte den überwältigen. Also in Saigon die letzten Stunden, nur mit einer Handvoll Gold, sind die südvietnamesischen Offiziere noch rausgekommen, einige. Alle anderen waren über 3000, waren wenige Stunden später alle mit Genickschuss bisschen tot im Zentrum von Saigon durch die Kommunisten. Gerettet hat sie nur Gold. Es gibt furchtbar viele Beispiele, wir haben nicht die Zeit, diese Krisen aus Mexiko, Asien, Argentinien, Russland, Südafrika. Der Rand, als der Krügerrand rauskam in der Woche, war ich in Pretoria und in der Zeitung waren solche Anzeigen. Krügerrand, dieses ist was ganz Neues, wir sollen den unbedingt kaufen. Und in der ersten Einführungswoche kostete er 27 Rand. Ich habe damals gedacht, das wäre eine neue Blutwurstsorte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Da haben die mich mit Gewalt dahin geschleift. Das war in den 60er Jahren. Ich bin also mit und habe aus Verlegenheit habe ich 7 oder 8 gekauft. Ich wusste nicht, wozu das gut sein sollte. Eine Woche später war er schon 42 Rand. Und was ist es heute? 10.500 Rand. Also immerhin, wie man sieht, also Gold kann durchaus sinnvolle Investition sein. Dann viele andere Beispiele sind, es stehen hier irgendwo, nach 100.000 Jahren im Seewasser ist ein Krügerrand noch genau gleich, unverändert. Diese Metalle sind ewig, spielt überhaupt keine Rolle, ob da Systeme kommen und gehen und Diktaturen und Demokratien und schwarz-grün, rot, gelb und kariert regiert, das ist alles wurscht, spielt alles keine Rolle. Eiszeit oder nicht, oder Klimaerwärmung, letzten Winter hatten wir 650 Kältetote in Europa, das war die Klimaerwärmung, das habe ich jetzt völlig begriffen, so zum Beispiel. Also denken Sie dran, ganz wichtig, in etwa zwischen 9 und 18 Jahren, sagen Studien, die ich habe, ist das Silber dieses Planeten fertig, ist der Planet ausgeplündert. Und beim Gold liegt die Größenordnung etwa bei 25 Jahren. Da sind sie noch nicht mal so ein Windel raus, wenn das passiert, so ungefähr. Das heißt, sie brauchen gar nichts machen. Ganz gleich, was passiert und Krise oder nicht. Das ist, kaufen Sie das Zeug, legen Sie es irgendwo hin und vergessen Sie es. Das ist alles. Und warten Sie einfach. Die Zeit arbeitet für uns. Es wird wirklich, es geht am Ende zu, diese Metalle sind, haben alle begrenzte Lebensdauer, die Förderung. Das Schlimmste ist Rhenium. Rhenium hat etwa noch 5 bis 6 Jahre. Dann ist Rhenium fertig, gibt es gar nichts mehr, zum Beispiel. Und was das dann für die Preise bedeutet, wage ich nicht zu sagen, aber Sie können sich vielleicht, wenn Sie etwas Fantasie haben, das eventuell noch ausmalen. Silber hat jetzt 42.000 industrielle Anwendungen und jeden Tag kommen 10 neue hinzu. Das ist ungefähr so ein bisschen wie die Frauen der Ölscheichs, da kommen auch jeden Tag 10 neue hinzu. So kann man sich das etwa vorstellen. Meistens haben sie gelbliche Haare und sind blond, wie man so sagt.